Nach einem Jahr Mietendeckel in Berlin kann das Fazit nur sein: Weg mit dem Mietendeckel! Der Mietendeckel in Berlin gilt jetzt seit einem Jahr. Seit einem Jahr sind in Berlin die Preise für den Wohnraum staatlich reguliert. Rot-Rot-Grün feiert sich dafür, dass insgesamt in Berlin die Mieten um 4% zurückgegangen sind. Ich bin mir sicher, dass die gut verdienten jungen Damen und Herren in den überteuerten Altbauwohnungen in Friedrichshain Rot-Rot-Grün dafür sehr, sehr feiern, dass sie jetzt deutlich weniger Miete zahlen. Aber funktioniert der Mietendeckel? Ich schließe mich da der Meinung der Wissenschaft an. Nein, der Mietendeckel ist das schlechteste aller möglichen Maßnahmen, die schlechteste aller möglichen Maßnahmen, um die Mieten unter Kontrolle zu bekommen. Der Mietendeckel ist nach einem Jahr gescheitert. Der freie Wohnraum in Berlin. Ihr seid in Berlin, Sie sind in Berlin, Sie suchen eine Wohnung. Der freie Wohnraum in Berlin, der zur Miete angeboten wird, ist um 50% zurückgegangen. 50% weniger Wohnungen sind in Berlin zu finden. Das bedeutet automatisch, wenn Sie dann doch mal Wohnraum gefunden haben, der Sie interessiert, wo Sie denken, Mensch, die schaue ich mir mal an, dann machen Sie das mit 200 anderen Mietinteressenten. Dann machen Sie es mit 250, mit 500, mit 800 anderen Mietinteressenten. Die Zahlen nach oben, das wissen wir leider, kennt keine Grenzen. Und wenn Sie sich dann in Berlin die Wohnung, die Sie interessiert, mit 500 anderen anschauen, dann ist klar, diese Wohnung bekommt nicht die alleinerziehende Mutter. Diese Wohnung bekommt der Gutverdienende mit dem geringen Risiko. Das heißt, der Mietendeckel reduziert nicht nur die Wohnungen, die es in Berlin gibt. Der Mietendeckel führt auch zu einer sozial problematischen Selektion. Die Gutverdienenden bekommen die günstige Wohnung. Die Damen und Herren, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen, gehen leer aus. Drittes große Problem des Mietendeckels, nach einem Jahr auch ganz offensichtlich: Die Investitionen in den Wohnraum gehen zurück. Berlin braucht Wohnraum. Berlin braucht neue Wohnungen. Berlin braucht neue, günstige Wohnungen für die Menschen, die hier nach Berlin kommen, die hier wohnen wollen. Aber die Investitionen sind drastisch zurückgegangen. Zuallererst haben die Genossenschaften, genossenschaftliches Wohnen ist eine der besten Wohnformen überhaupt, zuallererst haben die Genossenschaften erklärt, boah nee, unter den Bedingungen werden wir in Berlin nicht mehr investieren. Dann sind noch weitere Investoren abgesprungen. Das ist eine Katastrophe. Berlin braucht genau das Gegenteil. Berlin müsste mehr bauen, müsste schneller bauen und müsste günstiger bauen. Aber der Mietendeckel verhindert das Entstehen von Wohnraum. Deswegen, nach einem Jahr Mietendeckel in Berlin kann das Fazit nur sein: Weg mit dem Mietendeckel. Es ist die dümmste aller Ideen, um den Menschen zu helfen, die Wohnraum brauchen. Er verhindert den Neubau von Wohnungen. Der Mietendeckel führt zu einer sozialen Selektion und er verhindert Investitionen in den bestehenden Wohnraum. Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wie wollen wir klimaneutral werden im Wohnbestand? Wie wollen wir den Wohnbestand altersgerecht umbauen, wenn keiner mehr bereit ist, aufgrund des Mietendeckels in den Bestand zu investieren? Auch nach einem Jahr Mietendeckel bleibt das vierte große Problem. Es gibt eine sehr starke Rechtsunsicherheit. Bereits als im Abgeordnetenhaus Rot-Rot-Grün hier in Berlin diskutiert haben, wir legen ein staatliches Preisregime fest, wir legen die Preise fest, die ein Vermieter nehmen darf, gab es mehrere Rechtsgutachten, die eindeutig zu dem Schluss kamen: Ein Mietendeckel auf Landesebene ist verfassungswidrig. Und die Verfassung ist unser höchster Maßstab, was die Rechtssicherheit anbelangt. Ein Mietendeckel in Berlin ist verfassungswidrig. Deswegen wird auch dagegen geklagt, weil er den Menschen nicht hilft und weil er die Verfassung missachtet. Jetzt müssen viele Mieterinnen und Mieter müssen eigentlich Angst davor haben, dass Rückforderungen kommen, wenn aufgrund des Mietendeckels ein Jahr lang zu Unrecht Mieten gesenkt wurden. Das ist eine total bescheuerte Situation. Was Rot-Rot-Grün hier angerichtet hat, hilft dem Wohnungsmarkt nicht, hilft den Mieterinnen nicht, hilft den Mietern nicht und muss beendet werden. Deswegen, liebe Freunde, lasst uns mehr bauen, lasst uns schneller bauen, lasst uns günstiger bauen. Und dann kriegen wir die Wohnkosten auch in den Griff. Mietendeckel, weg damit.